Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Gottschling und in diesem Modul möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie unser Portal funktioniert. Das heißt, wir werden jetzt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie sich einmal registrieren, anmelden und das Portal nutzen können. Ganz wichtig dabei, das Portal ist unser Kommunikationsweg Nummer 1. Das ist deswegen so, weil es immer stets verschlüsselt ist. Es ist nach den neuesten Technologien und nach den neuesten Standards immer auf der höchsten Sicherheitsstufe verschlüsselt. Darüber hinaus erreichen Sie uns darüber rund um die Uhr bei jedem Ihrer Anliegen und Sie haben eine transparente Nachverfolgung von allen Anliegen. Aber eins am anderen fangen wir erstmal an. Als erstes erhalten Sie eine E-Mail, wie diese, die Sie gerade schon sehen. Sie sehen ein Foto Ihrer Liegenschaft. Hier steht noch die Adresse drunter. Ich habe jetzt sowohl hier ein Testobjekt angelegt, als auch ein Testbenutzer. Von daher, das werden jetzt Ihre persönlichen Daten dabei sein. Hier haben Sie eine kurze Nachricht noch dazu. Ganz wichtig auch noch dabei zu wissen ist, dass die Nutzung für Sie immer kostenlos ist. Wenn Sie die E-Mail haben, gehen Sie auf die Schaltfläche Jetzt registrieren. Es öffnet sich ein neues Fenster. Sie brauchen nichts weiter tun, außer dass Sie noch einmal auf Registrieren gehen. Es werden nochmal Ihre Daten angezeigt, in dem Fall die hier voreingestellt sind. Sie müssen einmal die Nutzungsbedingungen akzeptieren und können dann einmal mit auf Weiter klicken. Das ist der Punkt, wo Sie ein Kennwort sich vergeben müssen für die Anmeldung. Das Kennwort hat Richtlinien. Das sehen Sie hier. Es gibt vier rote Punkte aktuell. Wir haben zwei identische Kennwörter, müssen wir haben. Wiederholung ist noch nicht identisch. Es sollen keine häufigen sein wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Start 1, 2, 3. Also diese üblichen bekannten Kennwörter sollen es nicht sein. Es sollte oder es muss eine Mischung aus Klein- und Großbuchstaben sein und es muss eine Zahl oder Sonderzeichen enthalten. Darüber hinaus haben wir eine Mindestlänge von 8 Zeichen. Decken Sie sich in Ruhe ein Kennwort aus. In der Regel haben Sie schon eins vielleicht, was Sie sonst auch immer nutzen. Ich gebe einfach mal eins ein. Wie Sie unten sehen, wird auch bei der Eingabe schon geprüft, ob alle Kriterien entsprechen. Jetzt habe ich gerade mich vertippt. So, wie Sie jetzt sehen, habe ich jetzt aktuell kein häufiges Kennwort verwendet. Ich habe eine Mischung von klein, groß sowie eine Zahl oder Sonderzeichen verwendet und das Kennwort ist noch lang genug. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Zeichen löscht, dann habe ich nur 7 Zeichen, dann sieht man sofort, das ist hier rot. Das heißt, es passt irgendwas nicht. So ist es richtig. Ich wiederhole das Kennwort nochmal. Alle grün und jetzt ist auch hier die Schaltfläche Registrieren auch klickbar geworden. Ich klicke da drauf und ich bin schon in meiner Erstanmeldung. Das war die Anmeldung. Wichtig ist, dass Sie vielleicht schon mal vorher ein Kennwort sich aussuchen, das diese Ansprüche erfüllt. Und dann ist die Anmeldung innerhalb von, haben Sie ja gesehen, 20, 30 Sekunden erledigt.